Samstagmorgen bei Familie Atz in Auer. Sophia Gallmetzer und Stefanie Atz wollen heute zum Skifahren und Snowboarden. Noch bleibt für die beiden Freundinnen aber Zeit für eine Tasse Tee, denn der Bus fährt erst in einer halben Stunde. Die beiden Schülerinnen fahren nämlich mit dem Linienbus von Auer ins Skigebiet nach Tschermis. Ein Trend, der besonders bei Jugendlichen letzthin immer häufiger beobachtet wird. Durch die Einführung des AWO Plus sind die Jugendlichen eigentlich gewöhnt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. Und sie nehmen sie dann eben nicht nur zum Schulefahren, sondern auch Freunde zu besuchen und für sportliche Aktivitäten, weil wir ja ein ausgedehntes Netz inzwischen haben, auch an den Feiertagen. Und man kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch an den Feiertagen überall hinfahren. Nun ist es Zeit aufzubrechen für die beiden Freundinnen. Sie packen ihre Sachen zusammen für den Tag auf der Skipiste und gehen los zur Bushaltestelle. Dass Stefanie und Sophia mit dem Bus zur Skipiste fahren, hat verschiedene Gründe. Ja, weil wir können gratis mit dem Bus fahren. Man braucht nicht so lange, ca. 50 Minuten. Man muss nicht umsteigen und es braucht halt nicht die Eltern, jetzt mal zu fragen. Wir können allein schon fahren. Das Mobilitätsverhalten von Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dies zeigt auch eine aktuelle Studie des Instituts für Mobilitätsforschung, die in den Ländern Deutschland, Frankreich, Norwegen, Großbritannien, den USA und Japan durchgeführt wurde. Jugendliche im Alter zwischen 20 und 29 Jahren fahren weniger mit dem Auto als in den 90er Jahren. Die Jugend von heute fährt mehr mit dem Rad, geht zu Fuß oder nutzt heute verstärkt auch öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde schon, dass ziemlich viele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Bei meinen Freundinnen auch viel. Wir fahren beim Ausgehen oft einmal, beim Skifahren oder auch eben zur Schule gehen, wenn wir Bordsnau fahren. Also, es ist einfach feiner, weil du bist viel unabhängiger. Du musst nicht alle im Dorf gehen. Wenn die Eltern mal eine Zeit haben, kannst du stärker mit dem Bus fahren. Das ist voll fein. Und ich finde auch, dass ziemlich viele die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Führerschein war früher quasi der Eintritt in die Erwachsenenwelt. Dafür haben Generationen jede Lira zusammengekratzt. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Führerschein und Auto sind für die Jugend längst nicht mehr so wichtig. Darauf weisen auch die rückläufigen Zahlen der Führerscheinprüfungen hin. Im vergangenen Jahr wurden knapp über 17.000 Führerscheine ausgestellt. Vor 2 Jahren waren es noch rund 22.000. Dank AWO Plus ist das Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel für viele eine Selbstverständlichkeit. Aber welche anderen Gründe haben dieses Umdenken noch bewirkt? Wir haben einerseits Kostengründe. Das Autofahren, die Spritkosten sind angestiegen, die Kosten sind allgemein angestiegen. Wir haben auch eine Wirtschaftskrise. Man hat Probleme, Parkplätze zu finden und so weiter. Das ist einer der Gründe, warum man weniger mit dem Auto fährt. Andererseits ist der öffentliche Personennahverkehr deutlich attraktiver geworden. Was die Fernverbindungen betrifft, da greift man sowieso aufs Flugzeug zurück, das auch billiger geworden ist. Und dann sind auch die Entwicklungen, die modernen Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie. Mit dem Smartphone kann ich mir jederzeit den Fahrplan, Busfahrpläne und Zugfahrpläne herunterladen und anschauen. Stefanie und Sophia fahren gerne mit dem Bus. Schließlich können sie sich während der Fahrt ungestört miteinander unterhalten. So vergeht die Dreiviertelstunde wie im Nu. Wann die beiden heute wieder zurückfahren, wissen sie jetzt noch nicht. Da sind sie flexibel, denn schließlich können sie sich mit ihrem Smartphone jederzeit über die Abfahrtszeiten der Busse informieren. Ich habe auf dem Handy eine App, kann im Internet nachschauen, muss eingeben, von wo ich starte, wohin ich will.
Und nachher kommen halt die Uhrzeiten, das Datum und alles raus. Er ist ganz fein. Die Prioritäten für die Jugendlichen haben sich verschoben. Während es früher uncool war, mit dem Bus zu fahren, ist das heute für die Jugendlichen kein Problem mehr. Das Auto hat heute nicht mehr den Stellenwert, den es früher einmal hatte. Mobil sind die Jugendlichen aber trotzdem. Wir wohnen in Auer und die Eltern von mir wohnen in Saluren. Also können sie ohne Probleme nach der Schule nach Saluren fahren und wieder nach Hause nach Auer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesem Fall ist es die Saat, also der Bus. Ansonsten, wenn sie nach Bozen oder zu meinen Schwiegereltern auf den Gardasee fahren, nehmen sie den Zug. Und das ist für uns sicher eine tolle Sache. Die letzten Meter von Cavallese-Zentrum bis zum Skigebiet gehen die beiden Mädchen zu Fuß. Weil sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sind sie komplett unabhängig von ihren Eltern und doch immer und überall sicher unterwegs. Junge sind halt nicht so Experten beim Autofahren. Und Autofahren mit heutigen Autos ist man viel schneller unterwegs. Also hat man immer so irgendwie eine Angst, ein Angstgefühl, was man bei öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hat. In Südtirol bemüht man sich seit einigen Jahren sehr intensiv, das Bus- und Bahnfahren attraktiv zu machen. Mit Erfolg. Die Nutzerzahlen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Die ansprechenden Angebote und der Südtirol-Pass zeigen Wirkung. Auch die Skigebiete sind mittlerweile mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Im Pustertal setzt man dabei auf den Zug. Das ist neu im Pustertal, den Halbstundentakt auf der Bahn, auch am Samstag, Sonntag. Das heißt, das sind die Tage, wo eigentlich am meisten Ski gefahren wird. Und interessant ist im Pustertal sicher die Bahn mit dem Anschluss an den Kronplatz, also der Bahnhof in Bercher, wo die Bahn dann direkt vom Bahnhof wegfährt. Die Skifahrer im Pustertal nutzen dieses Angebot, vom Bahnhof direkt ins Skigebiet zu gelangen. Offensichtlich liegt in der Freizeitmobilität ein großes Potenzial. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Anzahl der Entwertungen stark gestiegen. Also wir haben ungefähr 100% mehr, doppelt so viele Fahrgäste wie im letzten Jahr, die am Bahnhof Bercher ein- und aussteigen. Und auch im Pustertal zeigt sich der Trend, dass insbesondere Jugendliche das Angebot nutzen und mit dem Zug zum Skifahren anreisen. Wir haben uns die Entwertung in Bercher genau angesehen. Und dort kann man sagen, dass besonders an den Wochenenden ungefähr 50% der Entwertungen durch Entwertungen von Abo Plus, also von Jugendlichen, genutzt werden. Zurück in der Gondel zum Skigebiet Chemis. Stefanie und Sophia haben ihr Ziel fast erreicht und sind nach knapp einer Stunde endlich auf der Skipiste angekommen. Dass Jugendliche nun öfters auf das Auto verzichten, hat verschiedene positive Auswirkungen. Ökologische Aspekte, und das ist sehr wichtig, dadurch, dass weniger gefahren wird und hauptsächlich in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren, hat sich auch die Risikoexposition reduziert und das bedeutet, dass die Verkehrsunfälle zurückgegangen sind. Über Generationen war das Auto der Traum der Jugend, weil Automobilität Autonomie bedeutete. Nun aber scheinen Generationen zu folgen, die für ihre Mobilität andere Maßstäbe setzen und trotzdem unabhängig sind. Mobil.